Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde meines Let's Plays. Mein Name ist Newman und ich fahre heute die Super Hellcat. Und das war eine ganz besondere Runde. Die ist mehr oder weniger Arschloch. Also, mir geht's gerade darum. Ihr seht diese zwei Sterne vorne auf dieser Hellcat, ja? Und das ist eindeutig ein Stern zu wenig. Also möchte ich gerne die dritte Gunmark erreichen. Und das war ein ziemlicher Kampf, das wirklich zu erreichen. Ich habe sie dann eine ganze Zeit lang gehalten. Und auch, also einmal bekommen und dann habe ich sie gehalten und irgendwann habe ich mir gedacht, egal. Aber das waren ziemlich anstrengende Runden, diese Gunmark zu bekommen. Ihr seht, es ist auch wieder ein Tier 9er Battle. Und ich in der Super Hellcat versuche hier möglichst über 2000 Schaden konstant zu fahren. Also in jeder Runde, die ich fahre, damit ich wirklich über die 95% komme. Und da meinen Schaden fahren kann. Die Runde ist diesbezüglich ein bisschen witzig, weil ich euch hier wirklich zeigen kann, wie sehr man wirklich Arschloch sein kann, um wirklich auch noch das letzte bisschen Damage irgendwo herzukriegen und auf jeden Fall am allerlängsten zu stehen. So, hier verfehle ich natürlich den Tiger. Ich check gerade nicht, warum in dem Replay mal wieder der Umriss von dem Tiger nicht gezeigt wird. Aber gut, ihr seht, mein Fadenkreuz wechselt die Farben, aber ja. So, gut. Aber den Tiger haben sie mir jetzt gemobst. Also habe ich jetzt hier nur einmal 251 Damage. Also so zählt man wirklich in diesem Spiel, ja. Man ist die ganze Zeit da. Wo kann ich jetzt den nächsten Damage kriegen? Wo komme ich überhaupt rein, weißt du? Weil wenn da jetzt so ein Objekt 704 ankommt oder ein T95, ja gut, da kann ich keinen Damage mehr farmen. Nicht mit der Hellcat, auch nicht mit Gold. Also das kann ich alles vergessen. Und hier setze ich noch einen Blindshot da drüben rein. Einfach nur, um das Spiel so, ja, irgendwo ja Schaden zu kriegen, Herrgott. Ja. Und da verlagere ich hier auch noch ein Stückchen weiter nach vorne in einen anderen Busch, um den auch noch auszunutzen. Wie gesagt, ihr seht auch, die Crew auf der Hellcat ist auch schon wieder der Oberhammer. Also ich habe Situational Awareness, also dieser Skill von dem Funker, um nochmal extra Fuel Range zu kriegen. Jetzt haben wir hier nochmal den VK, wo ich auch nochmal Schaden reingedreht kriege. Da freut man sich immer so ein bisschen, wenn das mal klappt. Und ich habe noch diesen Recon Skill von dem Commander, alles gemaxt. Und dann seht ihr, dass ich sozusagen fast bei maximaler Fuel Range bin. Also da ist dann auch nicht mehr viel noch zu holen. Aber das ist halt extrem wichtig. Fuel Range ist einfach der Knuller und vor allen Dingen konstante Fuel Range. Nicht stehen bleiben und 2 Sekunden warten, bis die Binos angehen. Das nimmt euch alles Zeit und so weiter. Und wenn ihr wirklich knapp auf die 445 Meter mit den Coated Optics kommt, dann benutzt das. Weil während der Fahrt einfach alles Mögliche zu spotten oder auch nur einen Busch leicht vorzufahren und sofort zu spotten, egal auf welche Entfernung, und dann wieder sofort zurückzufahren, ist einfach der Knüller. Also das hilft so richtig. Hier denke ich mir jetzt, okay, die Leute pushen da durch die Stadt durch, lass mal mit Jebo da reinfahren und die irgendwie dezent versuchen zu vermoppen. Und hier gibt es noch eine Position, die ich recht gerne anfahre. Also als CD-Fahrer hat man natürlich immer andere Positionen als Heavy-Fahrer. Obwohl sich das natürlich auch mischen kann. Aber hier stelle ich mich gerne mit dem TD hier hinten in die Ecke rein. Weiß jetzt, okay, da kommt noch niemand. Also fahre ich hier mal diese Wand kaputt. Weil die nervt halt echt. Und stelle mich jetzt hier hinten hin in so einen Doppelbusch und lasse den Udes mal spotten für mich. Den Dr. Schmock 1. Genau. Und der spottet jetzt für mich, weil ich mache das ja nicht. Und jetzt stelle ich die Karre gleich so hin, dass ich einfach nur Gas geben muss und aus dem Schussfeld rausfahre. Das ist halt auch immer noch ein bisschen was Wichtiges, was man mit der Hellcat auf jeden Fall machen muss. Weil Turmdrehung, Wannendrehung, das ist unmöglich. Das sprengt in jedem Fall immer euren Rahmen und so agil ist sie nicht, wie sie aussieht. Also das ist schon, man muss schon mit diesem Panzer stehen, um ordentliche Schüsse anbringen zu können. Und hier warte ich auf den T10, der Udes fährt nochmal vor. Ja, und jetzt fehlt euch halt leider der Rahmen. Ich hatte den natürlich im Spiel, um zu sehen, okay, da kommt ein T10. Was machen wir da? Und da ziele ich auf seine Unterwanne und komme jetzt sogar rein. Natürlich mit Gold. Ist halt auch ein Tier 9er. Also da, die Hellcat hat jetzt wirklich nicht die beste Knifte und der Lanzen nimmt da auch nochmal eine mit. Und ich bin immer noch nicht aufgegangen. Also das ist wirklich richtig praktisch. Jetzt gebe ich dem Rheinmetall auch nochmal eine mit. Ab jetzt denke ich mir so, boah, erstmal gut gelaufen die Runde. Weil das Problem ist bei den MOEs, ist ja auch, dass wenn ihr nur 500 Schaden macht oder einen One-Shot am Anfang kriegt, jetzt haben wir mit einmal Silhouette gehabt, ganz kurz, merkwürdig. Wenn ihr nur 500 Schaden habt, dann fallt ihr natürlich auch wieder in den Prozenten. Und jetzt wurde ich auch noch gespottet von dem T10, weil er wirklich zu weit vorgekommen ist. Und jetzt seht ihr, nö, ich muss hier ganz schnell weg, leckt mich alle am Arsch, tschüss.
muss hier auch reinfahren, sonst holt mich noch der T10. Also irgendwie... Und jetzt seht ihr diese Turmdrehung. Das ist... Also, es ist ein stehender TD. So, ansonsten funktioniert der nicht. Genau. Wo war ich? Also, ja, genau. Wenn ihr am Anfang in einem Battle einen One-Shot kriegt, dann fallt ihr natürlich von euren 95%. Hier sehe ich jetzt, da ist ein Busch zwischen uns beiden. Also kann ich hier eigentlich gefahrenlos drauf schießen. Aber jetzt sind mir die Goldies ausgegangen. Das heißt, ich habe den auch gefahren, nicht pure Gold, um das zu erfahren, sondern halt immer 6 Schüsse APCR. Und jetzt nochmal zum Problem, wenn ihr nur am Anfang One-Shot kriegt, fällt ihr natürlich sofort auf 92% oder sowas runter, weil ihr in der letzten Runde ja überhaupt keinen Schaden gemacht habt. Und das ist halt richtig, richtig ärgerlich. Also ihr müsst sowohl aggressiv als auch vorsichtig spielen mit. Und vor allen Dingen in Tier 9 Battles, wo auch mehrere Panzer mit dabei sind. Also der Rheinmetall kann mich one-shotten, das Objekt 704 kann mich one-shotten, der T95 kann mich one-shotten, die Arti kann mich one-shotten. Also das ist nicht ganz angenehm, deswegen muss man sich hier wirklich immer weit zurückhalten und probieren möglichst mit, ja, das war jetzt sehr unangenehm, möglichst mit den ganz fragilen, mit diesem fragilen Panzer möglichst irgendwie noch Schaden zu fahren. Und da kommt halt ein T28 Prot und da mache ich halt gar nichts mit meinen 100 Paaren 70 Pennen oder was das sind. Da kommen wir nicht rein. Und jetzt denke ich mir, naja, also der Haken ist, hier an diesem Busch kann ich auch nicht hinter dem Busch fahren, die spotten und dann nochmal schießen, sondern ich schieße und dann bin ich gespottet. Und in der Mitte kommt jetzt noch ein T95, in dessen Schussfeld ich jetzt auch noch wäre. Und da habe ich so richtig gar keinen Bock drauf. Ja, deswegen, jetzt kommt die Arschloch-Aktion, jetzt wird Jebo alleine gelassen. Der soll da unten bleiben. Ich frage ihn zwar noch, hier, schaffst du das da irgendwie noch rauszukommen oder so? Und ich denke mir jetzt so, ne, die 1600 Damage lasse ich mir jetzt nicht wegnehmen, nur weil ich da irgendwie in bescheuerte TDs reinfahre. Und jetzt sehe ich, dass sie im Canyon, also auf der Zweierlinie, durchgedrückt haben. Und denke mir so, okay, alles klar, da fahre ich jetzt auch noch hin. Jetzt fahre ich hier erstmal noch ein Stückchen vor, aus der Schusslinie vom T95 raus, um einen Aim auf die Super Hellcat zu kriegen. Und da habe ich, glaube ich, blind einen getroffen. Also ich habe keinen Einschlag in dem Stein oder auf dem Fußboden dahinter gesehen. Und das ist halt ein ziemlich sicherer Indikator dafür, dass ihr irgendwas getroffen habt. Ob das jetzt penetriert hat oder nicht, das sei jetzt nochmal dahingestellt. Jetzt kann Jebo hier noch den Rheinmetall rausziehen. Und hier sehe ich nochmal den AMX-30. Na? Ja, also ihr seht jetzt nicht mal den Rahmen. Natürlich würde ich jetzt nicht auf das Kettenlaufrad schießen, aber hier konnte ich dem AMX-30 nochmal eine mitgeben, aber jetzt wurde Jebu halt einfach gefrühstückt. So, jetzt gucke ich nochmal, ob der T28 so doof ist und nochmal vorfährt. Macht er nicht. T95 kommt jetzt. Und jetzt stelle ich mir wirklich eine spannende Frage. Da steht ein 50 TP, ein VK und unser T95. Und die schaffen das nicht, da rumzufahren und den VK-302 wegzuboxen, in der Zeit, bis ich dorthin fahre. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der VK-302 ist ein Tier 7er Medium. Und da steht ein Tier 9er und zwei Tier 8er und die trauen sich nicht, da rumzufahren, weil sie 7 Schaden kriegen. Das ist echt unglaublich. Und jetzt hat es der VK endlich geschafft. Aber es ist schon... Leute, macht doch mal was. Genau. Und jetzt setze ich hier halt mit vor, in der Hoffnung, noch irgendwo meinen Schaden anzubringen oder irgendwo noch Schaden zu kriegen. Und gegebenenfalls, weiß ich nicht, zu cappen. Also die Arti bewegt sich jetzt auch schon weg. So, jetzt stelle ich fest, dass deren Arti da irgendwo steht. Da komme ich jetzt, das ist dann so richtig ärgerlich. Da hängt man so da, Genau, und natürlich kriegt man nicht noch Schaden. So, und jetzt stelle ich mich halt einfach in den Cap rein. In der Hoffnung, hier noch irgendwie durchzucappen. T95 und VK haben es jetzt auch langsam geschnallt. Und jetzt kommt da noch der AMX-30. Den ich da scheinbar so ein Stückchen gesehen habe, aber 50 TP regelt. Und jetzt fängt das Cap-Duell an. Und ihr seht, wir cappen und sind ein bisschen im Vorsprung. Man braucht 5 Sekunden Abstand zum Gegner, damit man es schafft, sozusagen die letzten 5 Sekunden oder die letzte Zeit, die dann noch abläuft. Jetzt sieht es richtig gut aus für uns. Noch zusätzlich zu kriegen. Aber jetzt cappt noch ein Dritter bei denen. Wir haben nur noch 3 Sekunden Unterschied. Und demzufolge passiert jetzt genau das. Es wird ein Draw. Genau. Und jetzt würde ich euch die Auswertung zeigen. Also es ist wirklich ein Draw geworden.
Und jetzt seht ihr, was ich hier erreicht habe. Ich habe endlich die dritte Gunmark auf der Hellcat hingekriegt. Richtig gute Runde. War auch wieder ein Recruiting-Programm. Hier gibt es ja jetzt nur dann 10 Punkte für die Medaille. Und weil es ein Draw und kein Win ist, gibt es halt keine 2 Punkte für das Victory. Aber den Damage von meiner eigenen HP habe ich natürlich auch mit drin. Sprich, hier gibt es jetzt 12 Punkte in dem Recruiting-Programm für mich. Und ja, alles in allem eine witzige Runde. Wie gesagt, aber ich war halt wirklich nur auf der Flucht, um irgendwo noch Schaden zu kriegen und auf jeden Fall nicht irgendjemandem im Heads-Up gegenüberzustehen, weil das wirklich entsprechend schwierig ist mit dieser Kara. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis später.